Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands im Roleplay zusammen mit Reaper. Oh. Navo. Guten Tag. Vanva. Hey. Und mir, dem Enno. Und als nächstes müssen wir hier vorne in eine Mine rein. Und schon im Panzer. Commander, wie gehen wir vor? Sieht nach Kartell aus. Als erstes müssen wir die Leute vor der Mine loswerden. Aber das wird schwer bei der Menge. Ja. Also ich mache mir Sorgen, dass eins oder zwei in den Panzer einsteigen könnten, wenn wir die aufmischen. Obwohl jetzt hauen die gerade wieder ein bisschen ab. Der Panzer, der stellt keine große Bedrohung dar. Die drei muss als erstes ausgeschaltet werden. Der hat Fernglas und alles. Wäre es nicht für den Scharfschützen gut, wenn er rechts auf dieses Steinplateau gehen könnte? Theoretisch ja. Vanva und Enno, ihr könnt vorrücken bis zu diesen Betonklötzen, die da rechts da an der Seite aber der Zivilist sind. Steht. Mhm, verstanden. Genau. Wartet mal, der hier ist Commander, die Laufrouten von denen mal abchecken. Wieso meinst du? Weil ich die drei vielleicht so ausschalten kann, dass es keiner mitkriegt. Meinst du, da würde jemand das mitkriegen, wo er jetzt ist? Sehr wahrscheinlich, wenn die da hochlaufen. Das scheint mir auch ein Fall für die Drohne die Sprengdrohne zu sein, so nah wie die beieinander stehen. Na, negativ. Eins ist zu weit weg. Es sei denn, ihr könnt Unterstützungsfeuer geben. Ja, nur du sprengst ja. Ich mir nämlich die drei sind mich jetzt runtergelaufen. Die bewegen sich alle noch immer relativ viel. Die drei ist wahrscheinlich die einzige, die aufs Dach geht. Und sollte jetzt die 1 hinterherlaufen, können die auch ausgeschaltet werden. Deswegen, wenn die 3 da oben aufhört im Kreis zu laufen und einfach nur auf dem Dach steht, dann kannst du sie ausschalten. Ich komme an die 3 nicht dran, ohne dass die 2 mich sieht. Okay. Das ist aber das kleinste Problem, wenn ich das richtig sehe, sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute hier. Anscheinend haben sind zwei nervös geworden. Okay. Einer steht wieder am Panzer und einer ist in der Mitte und markiert. Ansonsten haben wir hier keine weiteren. Zwei ist tot. Okay. Liegt aber ziemlich ungünstig. Wenn irgendeiner hochkommt, sieht er die direkt. Das heißt, wenn also ein... ich denke, Enno könnte die Sprengdrohne vielleicht, also ich bin mir nicht sicher, ob die von 2 bis 4 von der Entfernung her reichen würde. Ich weiß nicht, wie groß der Sprengradius ist. Aber eigentlich den besseren Sprengstoff angebracht, da könnte also was bringen. Okay, weil ansonsten würde ich sagen, einer muss die 3 ausschalten und sonst 2, 4 und der unmarkierte... sind sehr eng beieinander. Also die 3 kann ich ausschalten. Okay, Reaper, kannst Zeichen. Du die 1 ausschalten? Ja, ich muss mir dann nur vorrücken. Kurz. Okay, wenn ihr bereit seid, sagt Bescheid, dann schicke ich mal die Sprengdrohne los. Nur betan stehen sie noch ganz gut dafür. Okay. Soll ich runterzählen? Ja. Dann 3. Moment. Ja, warte. So, bin in Position. Stopp! Ich habe keinen Sichtkontakt mehr mit der 3. Ja, die 3 ist aber, glaube ich, nah genug an den anderen. Okay. Jetzt. Okay, dann 3, 2, 1. Wounded, aber die 3 lebt noch. Ja, und die 4 leider auch. Nicht mehr. Reaper, kannst du die 3? Ja. Hab sie. Okay. Der Panzer hat halbwegs überlebt. Können vorrücken bis zum Mineingang. Okay. Positiv. Sind Munition? Ich sehe bereits einen Gegner in der Mine. Sieht ehrlich auch, sonst. Negativ, er steht relativ weit im Schacht. Je nach nur dank des Wärmebilds. Okay, dann lassen wir ihn erstmal. Wir haben hier einmal eine Medaille irgendwo. Ich weiß nicht, ob oben drauf. Ich vermute. Hier ist Munition oben auf dem Dach.
vermute eher, dass sich die Medaille in der Mine befinden wird. Ich denke auch. Ja, okay, können wir erstmal gucken. Gut, ich werde mich hier einmal hinhocken und mit der Drohne reinfliegen. Hab noch einen ausgemacht. Das sind zwei Leute. Okay, die scheint ziemlich hohl zu sein, die sehen meine Drohne nicht. Das sind nur die beiden. In der gesamten Mine. Die Mine geht nicht so weit. Okay. Aber es ist anscheinend nur ein Raum. Also wir können vorrücken und die beiden ausschalten. Okay, verstanden. Okay, die zwei ist ausgeschalten. Eins ist auch ausgeschalten. Er ist hier nicht drin. Ich weiß nicht. Wir sollen halt den Goldvorrat suchen. Keine das, Ahnung, warum. Das ist wahrscheinlich gut kein versteckt. Gold. Hier ist Gold in den Steinen drin. Enno, ich dachte schon, dass dieses Holzding gerade umfällt und auf dich drauf fällt. Hm. Ja, das hätte wehgetan. Ja. Das hätte mir gut Kopfschmerzen bereitet für paar Tage. Kann es sein, dass die Goldvorräte hinter der Wand hier sind? Das ist doch alles Beton. Du könntest die Wand mal aufsprengen. Leg doch einfach mal hier, guck mal hier, das sind ganz viele explosive Sachen. Leg hier einfach 10 Tür rein und dann gehen wir unsere Wege und mal gucken, was passiert. Geht mal etwas zurück in den Schacht, ich mach mal eine Granate. Während der C4 springen wir sauberer. Hallo, raus aus der Enno und dann sprengen wir. Die Granate fliegt Granate zurück. Aufpassen. Nichts passiert. Warte mal, hier haben wir doch noch einen Seitengang. Ladung ist scharf, in Position. Hab das C4 scharf. Moment. Also die Aussage. Einmal kurz raus. Zerstören Sie das Versteck. Negativ. Scheiße, hört ihr das Gebrüll? Raus hier, bevor wir begraben werden. Los. Die raus. Gebirgsstruktur war nicht sehr stabil, also das Ding. Ist gleich weg. Gut. Okay, das hat einfach nur ein bisschen mehr gebraucht. Wir waren fleißig und haben ein Goldversteck des Kartells hochgejagt. Hoth ist am Boden zerstört. Er kommt besser schnell darüber hinweg. Die ISA hat einen Anruf abgefangen, dass Santa Blanca das restliche Gold in Sicherheit bringt. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Sind schon weg. Ja. Wo will denn, dass wir hinfahren? Andersrum, wo will Bowen Ding da, wo wir hin? Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Was? Wo sollen wir hin? Ich hab die Medaille übrigens gefunden hier. Was? Und wo? Direkt hier bei mir, rechts von der Treppe. Hm. Ja, das sieht doch. Nachdem die Mine nicht weiterging, wäre es auch komisch gewesen. Also wir haben noch wahrscheinlich ein nördliches, das hier war das südliche Versteck, ja. Das nördliche Goldversteck sollen wir als nächstes zerstören. Ich denke, wir nehmen den Heli, oder? Ja, wo ist der? Fahr da aus, in der Wildnis. Jo. Aber nee, kaputt machen, ja. Da passt aber keine Zeitung mehr zwischen. Ich flieg das Ding. Ich bin noch nicht da, warte. Kein Problem. Mhm. Okay. Vielleicht nach rechts. Moment. So, vielleicht nach rechts. Ja, noch ein Tick. Das sieht gut aus. Gut, da sollen wir auch. Was sollen wir da machen? Exakt dasselbe. Okay. Okay.
ist auch interessant, weißt du, hier stärken sie ihren Einfluss durch den Glauben und haben hier einfach die ganzen Goldverstecke. Ja, Gläubige haben sich vom Materialismus entfernt. Hier so ein bisschen rechts vor uns ist das Gebiet, wo... Ah, dieses lange Basislager. Genau. Ah, also dieser Flughafen. Irgendwo. Ah, okay. Ich denke, hier am Berg wäre vielleicht das Beste, um einen Überblick zu kriegen, oder? Hier ist ein bisschen... Also hier auf dieser Seite ist halt so ein kleines Plateau da beim Wasserturm. Hier mal runter. Irgendwie sah das Plateau eben noch größer aus. Oh, da vorne sind schon Gegner. Ja, ich leg mich mal hier ins Gestrüpp. Mhm. Ja, einer der Gegner hat schon direkt zu uns geguckt. Ja. Die Drohne fliegt. Ich hab noch einen Tango. Die kommen hier hoch. Eins und zwei. Eins ist schwer bewaffnet. Ah, die. Sind die komplett für sich? Die sind komplett für sich. Tango getötet. Okay. Beide down. Jetzt noch die drei, die ist auch für sich. Der deckt nicht mehr. Okay. Das war schon der Mineneingang hier. Wie alles? Ja. Also, wir haben hier direkt unter uns den Mineneingang. Da hinten sind ja natürlich noch einige Leute. Unter anderem bei der 1, aber theoretisch, wenn wir schnell rein alles sprengen und wieder raus, ich weiß nicht. Unser Sanitäter könnte ein Fahrzeug beschaffen, dass wir schnell wieder wegkommen. Okay, auf das ist eine gute Idee. Sich ein Jeep. Ja, ja, da muss ich nichts beschaffen. Okay, dann geh ich schon mal in die Mine. Die Mine hier wird nicht so einfach sein anscheinend. Oh. Okay. Der hat einen Turret da stehen, der Typ. Um den kümmere ich mich. Und die Mine ist viel größer. Warte, gar nichts. Oh nein, ich verirre mich immer in diesen Minen. Also rechts abgebogen ist, glaube ich, das, was wir zerstören sollen. Da ist ein schwer bewaffneter Gegner. Ist gerade umgefallen, glaube ich, oder? Nee, das ist er nicht. Einer ist noch da hinten drin. Also geradeaus weiter, meine ich. Mhm. Das ist für mich rechts. Da ist noch ein schwer bewaffneter Gegner, die drei. Der ist rechts um die Ecke. Links um die Kurve, rechts um die Ecke. Ja, nicht genau um die Ecke, sondern da. Hab ihn. Hier sind noch Nahrungssupplies. Ah, ich sehe sie. Okay. Dann, wenn hier keine weiteren Gegner sind, auf munitionieren und ich spreng das gute Stück. Ja, und vergesst nicht, dass ihr dann rauslaufen müsst. Mhm. Hier scheint ja alles so zu sein. Ich häng einfach mal ein bisschen C4 mit dran, ne? Mehr hilft mehr. Yep. Viel hilft viel. In Position. Na dann, raus hier. Die Ladung ist scharf. Okay. Bist du bereit, Dino? Ja, ich zähl runter. 3, 2, 1. Heilige Scheiße, hier bricht alles zusammen. Also nichts wie raus hier sofort. Ziel 5 gesichtet. Ist schlecht. Ja, hier kommt Lauf der Sanitäter durch. Und direkt raus. Also direkt da, wo ihr hergekommen seid. Gott, ich bin in der falschen Richtung. Och nee. Oh Gott, oh ja, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Das war knapp. Ja. Verstecke zerstört. Mission abgeschlossen. Krasser Scheiß. Das bin okay. Erst falsch gelaufen. Gut. Wir müssen. Warte. Mit dem Jeep kommen wir da hier über das Gelände raus. Wir kennen eine kleine Gruppe. Was ist das denn für eine Goldstatue auf dem Zug? Seht ihr das? Ja, ich gehe mal kurz in die Luft, mal gucken, ob ich das erkennen kann.
ist oben. Das möchte ich mir auch mal aus der Luft ansehen. Keinen Sinn, Mann. Müssen wir die jetzt da jetzt noch alle ausschalten oder was? Das ist eine Frau. Der Empfang wird schlecht. Das ist eine Frau, ja. Ja. Ob das die Lasagne ist? Ja, das ist die. Ich glaube, das ist die Lasagne, ja. Das, nee, pures Gold ist das wenn nicht. Wir das wäre zu viel wert. Müssen, können wir doch einfach gehen hier. Also wir könnten einfach gehen, ja. Dann weg hier. Ist hier nichts, was wir noch gebrauchen können? Für unsere Fähigkeiten ist hier noch was. Naja, da sind wir doch eigentlich ganz gut trainiert. Ja, ich denke auch. Ja, Rest, den muss uns halt das Einsatzteam, die Jungs in der Etage weiter oben, zur Verfügung stellen. Hm. Der Scharfschütze steht da dumm rum. Ich hab kurz was geguckt. Okay. Ach, da ist der Heli. Gut versteckt. Hm. Ich hör was. Da ist Wind. Wind. Jo. 90 Grad links. Wie gläubig ist man bitte, wenn man eine eigene Bibel hat, die man... Naja, ich sag da nichts zu. Ein bisschen weiter nach rechts. Ich glaube, ich sehe da eine Kirche. Oder Kapelle oder so. Okay, wir sollen die Bibel stehlen. Und es könnten sich weitere Informationen und wertvolles Material finden lassen. Innerhalb der Kirche, dann lande ich. Hier auf dem Berg ist super. Da unten ist wirklich ein Bergplateau. Ja. Ja, ja. Perfekt. Den aber auch nicht auffällt, dass hier einfach mal ein Heli in der Nähe landet. Oh. Oh. Das sah nur aus, als hätte das. Das war synchron dumm. Das sah für mich leer aus. Mhm. Ich glaube, hier ist ein gutes Plätzchen, oder? Direkt unter uns zwei Tangos, schwer bewaffnet. Ich bleib hier mal so zwischen den Steinen. Ganz schön dekadent für eine Kapelle. Die beiden sind erstmal alleine. Kann ausgeschaltet werden. Der Kerl ist hin. Machen wir das so direkt, dann haben wir Ruhe. Da ist noch ein Tango. Und da ist Ziel Nummer 3. Ach, okay. Da nähern sich. Die sind alle schwer bewaffnet übrigens und alle gut gepolstert. Okay. Bei der 4 befindet sich eine weitere Person, die kommen schnurstracks auf die Leichen zu. Die 3 halt. Oh ja, ich sehe die zwei Personen. Ja. Die könnten die Leiche gleich sehen, müssten also ausgeschaltet werden. Ich kann sie ausschalten, also wenn ihr wollt, mach ich's platt. Ja, noch. Die laufen um die Ecke. Ja, ja, die sehen sie nicht. Ist also kein akuter Bedarf. Okay. Ne. Da wo die hinlaufen, da ist noch so ein kleiner Verschlag mit einer montierten Waffe. Was? Was ist passiert? Hier oben war ein Sniper. Oh. Bei uns? Ja, bei uns. Oh. Der hat ein Dokument fallen gelassen. Hm. Ist das die Bibel? Ich hab das jetzt einfach mal aufgenommen, keine Ahnung, was das war. Hm. Du bist im Berg hoch. Oh, Mist. Nicht, dass das wichtige Dokumente sind, die ich in meiner Sammlung brauche. Ich hab Nummer 4. Einfach nur den Trampelpfad hier weiterlatschen. Okay, das dass du weiterhin auf das Gebäude, also auf unser Zielgebäude guckst und dann gehst du weiter. Reaper, kannst du die 1 ausschalten? Die steht da richtig scheiße. Wo ist denn die 1? Im Dach. Auf dem Dach. Du müsstest wahrscheinlich viel weiter nach rechts laufen. Nö, die krieg ich. Was? Okay. Tango getötet. Oh scheiße, die fällt runter. Ja, da ist noch ein kleines Flachdach vor, vielleicht fällt er da rauf. Gut. Ich guck gleich mal. Das Problem ist, auf dem Flachdach davor sieht gerade noch ein Tango auf der anderen Seite. Die neue 1, kann die auch ausgeschaltet werden? Ich hätte sie im Visier. Okay. Die schläft.
Die jetzige 1, kannst du dir durchs Fenster erwischen? Oh Gott! Ah! Ich bin negativ. Ich glaube, unser... Ist Wann war runtergefallen? Ich vermute, Wann war es runtergefallen. Ich sehe ihn erst auf der Zwischenhöhe. Ich werde mal kurz meine Drohne nutzen dafür. Er kommt alleine gerade in meine Richtung, aber noch nicht an der Kirche ganz vorbei. Ach, Gottes Willen, danke. Ich, da war der Abgrund ein bisschen zu rutschig. Oha. Okay, 3 dreht weiterhin seine Kreise um die Kirche. Ja, ich habe noch keinen optimalen Einstiegspunkt für euch beide gefunden. Naja, ich kann hier jetzt nicht mehr hoch. Ich auch nicht. Ich bin auch schon etwas tiefer gerutscht. Also wenn, dann muss ich hier unten... Okay, dann geht ihr von da aus rein. Kommt ihr da über die Mauer gut rüber? Ich hoffe, wenn ich mir nicht die Beine dabei breche, ja. Alvandra. Was? Seid bloß vorsichtig. Willst du? Anscheinend. Werde die 2 ausschalten, Gott. Sie befindet sich am Geschütz. Negativ, sie hat ab. Ich bin jetzt auf dem Gelände. Ja. 3 und 4 scheinen ja die einzigen zu sein, die. Moment, die ihre Kreise um die Kirche ziehen. Mhm. Bei der 4 befindet sich aber noch eine weitere Person. Die könntet ihr jetzt optimalerweise ausschalten. Okay, Manuel, okay. Bist du dabei? Negativ, ich hab keine Sicht. Die unidentifizierte Person, die um die Kirche die Patrouille macht, ist jetzt gerade auch bei mir. Also. Nee, sonst warten wir noch eine Runde von den beiden. Dann gucken wir uns erstmal. Ach, du bist schon unten, Mann, war. Ich bin ja, auf der Zwischenebene. Ach, da. Wollt ihr sonst erstmal, dass ihr euch sammeln könnt? Ja, wir sind ja praktisch zusammen. Ja, jetzt auf die Runde kommen. Ah. Okay. Geht's an meinen Gelände? Okay. Gut, dann seid ihr da zusammen. Ja, Achtung, Enno, da kommt regelmäßig auch ein Unmarkierter um das Gebäude, um die Kirche. Das war bei der 4. Das war bei der 4, ja. Mhm. Die 3 ist aber, soweit ich noch vom letzten Mal weiß, alleine. Ja, aber da ist noch eine weitere Unmarkierte. Die 3 ist alleine, aber lasst sie mal noch ein Stückchen weiter. Einfach komm mal zurück. Ja. Einfach nach hinten hier, dann können wir uns erstmal außer Sicht begeben, wenn die 3 dort vorne um die Ecke geht. Ja. Nur die Frage, aus welcher Entfernung sehen die 4 und die Unmarkierte die Leiche von. Ne, die 3 die Leiche von den beiden, wenn wir die umbringen. Am besten, wenn sie gerade um die Ecke kommt. Also die geht ja auch jetzt erstmal quasi an der Kirche weiter. Und sobald sie um die Ecke rum ist, erschießen. Feind am Boden. Erledigt. Okay, dann nehmen wir uns, wenn die 3, die 4 und die Unmarkierte das nächste Mal kommen, diese vor. Mhm. Okay. Die drehen aber gerade noch eine extra Runde. Okay, wann war ich, würde mich begeben zum Gebäude ist. Ne, das ist zu gefährlich. Es gibt dann schon einen Keller. Okay, Vorsicht, die 1 patrouilliert da auch irgendwie. Da ist noch ein Unmarkierter bei. Bei der 1? Hm, die laufen da jetzt zu zweit rum. Die 1 und die 3 jetzt. Ja. Sind das nur die 4 beiden? Die 4 nähert sich? Ja. Die 2 scheint irgendwo anders rein zu laufen und die 1 und die 3 sind die, die immer zu dem Geschütz hin marschieren. Dann die nächste Runde, wenn die beim Geschütz sind. Ich habe einmal die Markierung von der 2 genommen und habe eine neue 2 markiert. Kannst du den ausschalten, Reaper? Eine neue 2. Oben auf dem Dach ist der. Doch, da. Unsere Tangos kommt gleich ins Visier. Gut. Und sobald sie.
Ausgeschalten. Genau. Das ist gut. Okay. Okay, bis wohin rücken wir dann vor? Wen haben Sie denn jetzt bemerkt? Och, die 1 hat die 2 gesehen hier oben. Achtung, da kommt die 2 auf euch zu. Schwer bewaffnet. Ich übernehme die 2. Absolut. Okay. Du hast sie schon, okay. Vorgehensweise? Wie gesagt, ich passe schon auf euch auf da unten. Achtung, vor der Kirche ist direkt noch einer und auf dem Balkon von der Kirche. Oh, mal ein bisschen Krach da. Drohne fliegt. 3 ist bei euch direkt. Den auf dem Balkon der Kirche könnte ich mit der Drohne hochjagen. Kannst du mal. 1? Ja, oder Reaper schießt den jetzt einfach. Ich glaube, okay, dann ist... machst du. Ja, der muss nur seinen Kopf rausstrecken. Passt auf wegen der 3. Die läuft da rum. Und die 2 könnt ihr euch sonst auch von hinten erwischen. Scheiße. Obwohl der ist im Was Gebäude. Ist mit dem Helikopter, der hier ist? Wenn der nah rankommt, ist auch okay. Okay. Könnt ihr die 3 ausschalten? Negativ, ich kann es versuchen, aber... Ich hab... Ja, es hat anscheinend geklappt. Reaper, kannst du dich auf die 1 konzentrieren oder stehst du noch bei? Die 1 ist weg. Unmarkierter Gegner unten, genau die neue 1. Schau mal. In der Kirche ist noch jemand. Unten drin ist der. Umgelegt. So, der unten ist down. Ich muss mein Gewehr nachladen. Ich bin jetzt vor der. Ach, doch, einer ist rausgelaufen. Ja. Ja. Einen weiteren, ne, 2 weitere noch drin. Achtung, Geno. Die 1. Tango getroffen. Hauen wir ab. Anscheinend kommt uns 3 gleich entgegen. Ja. Ja. 2 kommt, glaube ich, auch gleich rausgelaufen. Ja, sie nähert sich euch. Komm nur her. Okay. Oben in der Mitte müsste theoretisch die Bibel sein. Ja. Das Rednerpilz. Schauen wir mal. Ja, ich hab sie. Okay. Ganz schön dekadent. Gute Arbeit. Santella und Suenio werden echt stinkig sein wegen der Bibel. Oh, ich falle. Dank Ihnen ist die Welt für Santera verdammt rau geworden. Wann war? Guck mal kurz hier hinter uns. Über dem Eingang das fenste Bild. Dann sind wir hier. Das dürfte Reaper auch gefallen. Interessante Fensterbilder. Aber auf dem Weg. Aber wie wird Svenja erst gucken, wenn wir sein PR Gag platzen lassen? Wir sollen das steht, glaube ich, in einer Kutte da. Hm. Ich in der Kutte. Ja, hier beim Eingang. Guck mal. Moment, ich stelle mich mal gerade kurz auf das Pult um. Da muss man viel Fantasie haben. Ja. Ihr Ketzer! Ihr Ungläubigen, ihr werdet alle an das wahre. Achtung, da kommen Feinde. Wenn ich das richtig gesehen habe, kommen da welche mit einem Auto angerast. Der ist tatsächlich stehen geblieben, das ist unglaublich. Ich habe in Gottes Namen gekämpft. Okay. Nein? Fuck. Ich habe keinen Gottes Namen. Achtung, wir kriegen Besuch hier. Ja, ich rein, bin unter rein. Dem Schutz Gottes, das ist, oh Gott, Moment. Sunny. Ja. Ich werde gesehen. Die Drohne kann gerade nicht genutzt werden, okay. Ich brauche Feuerschutz. Danke. Mann, das merke ich morgen früh noch. Danke. Er ist tot. Ich gehe mal gerade kurz in den... Oh, hier ist noch ein Scharfschütze oben im Haus. Wow. Hab ich. Nicht mehr. Meine Güte. In das Gebäude können wir auch noch gehen, da ist noch eine Waffenkiste. Na dann. Mann, oh Mann. Ist das das Haus des Papstes oder was ist das hier? Nee, also wenn, dann will ich auch Papst werden. Nee, das ist noch nicht mal vom Papst, der hat noch Munition?
Alter, was ist denn das für eine Putze hier? Ist schon nett, ne? Mir gefällt die Küche. Ja, klar, der Frau gefällt die Küche. Obwohl, die Küche ist schon geil. Warum nicht? Oh, ich weiß nicht, ich finde diese offenen Küchen. Ist das ein Herd oder ist das eine Durchreiche? Guck mal hier, aber diese offenen Küchen haben echt einen Nachteil. Das ganze Wohnzimmer stinkt, wenn du mal wieder gekocht hast. Geh mal nach oben. Aber dann riecht das überall nach geilem Essen. Naja, es kommt drauf an, was du gemacht hast. Wenn du Bratkartoffeln brätst oder so, dann naja. Sag mal, habt ihr den ausgestopften Jaguar gesehen? Nee, hast du das Bad mal gesehen? Alter. Oh, der hat einen Keller. Aber der hat eine Waschmaschine im Badezimmer stehen. Ich finde das ganz schrecklich. Alter, sowas. Schau dir das mal an. Der hat eine Mini-Sauna. Der hat einen Opferschrein hier unten. Oh, ich habe ein Dokument im Keller. Wann war? Ah! Wo ist hier jetzt noch die Waffenkiste? Ich will auch die ganze Zeit. Im Keller. In den Keller. Ist hier jemand? Ave Maria, bitte lassen Sie ja, im Keller ist Opferding plus ein paar Gefängnisse. Was ist denn der Kellereingang? Komm mal hier in den Keller. Treppe runter. Ach da. Und dann hinterm Kamin ausstopft hier. Ich glaube, hier sind auch noch Tangos. Ja, neue Tangos. Ich komme hier nicht in den Keller rein. Links am Jaguar vorbei, wenn ihr Erdgeschoss seid. Oh, der Jaguar. Hier geht's runter. Hier ist auch so schön ruhig. Links am Jaguar, hä? Der muss ja erstmal eine Etage tiefer kommen. Erdgeschoss. Da wo die Waffenkiste ist, ist hier so Munition. Wenn du da hinkommst. Hier. Drüben, hinter dir. Hier geht's runter. Gut versteckt. Wir haben dann hinterm Jaguar links. Unnötig. Eieiei. Alter, das Ding ist aber prächtig. Das möchte ich auch in meiner Wohnung stehen haben. So, aber... Wow. Ich glaube, meine Speicherkarte ist voll. Juckt bei mir aus. Okay. Wollen wir das noch draußen clearen oder abmachen? Das ist doch total sauber draußen. Okay, okay, na dann hoffe ich, hat euch diese Folge wieder gefallen. Schaltet das nächste Mal ein, lasst ein Like und Kommentar. Und ciao. Tschüss. Tschüss.